Willkommen zurück zu Mission Colony, eine weitere Folge und die erste Mission seit über 11 Monaten. Ihr seht, wir haben hier 4 kleine Treibstofftanks. Die werden wir quasi an unsere bisherigen Landemodule dran klatschen. Die haben dann den richtigen Abstand, damit die Module, die wir da drunter haben, eben nicht aufheizen. Und wir senden das einfach hoch zur Station. Hier mit dieser Avalon 2B. Die hat natürlich eine Nutzlast von 30 Tonnen und das ganze Gebilde dort wiegt irgendwie 24,8 Tonnen, also ist locker im Bereich von den Fähigkeiten der Atlantis, der Avalon 2B. Und dann fliegen wir jetzt mal los und schauen mal, wie es läuft. Thank you.
So, da haben wir es. Bei der Landung ist ein Bein abgebrochen. Aber das ist jetzt nicht allzu schlimm. Gehen wir einmal rüber. Und ein bisschen laggen tut's schon. Wir können die Rakete einmal einsammeln. Ja, da haben wir irgendwie ein paar mehr Achievements bekommen. Das waren durch die ganzen Missionen, die wir damit schon gemacht haben. Sammeln wir mal ein. Und dann schauen wir uns das mal an. Also ihr seht, hier haben wir die kleinen Treibstofftanks schon hinzugefügt. Und die brauchen wir eben, damit die Triebwerke nicht die Nutzlast darunter aufheizen. An sich war es das auch mit der Folge. Also es war eine recht kleine Mission für den Anfang. Hier haben wir noch Treibstoff drin, ne? Das ist ganz gut zu wissen. Ihr müsst wissen, ich war auch seit über 11 Monaten hier nicht mehr drauf. Da ist Treibstoff drin. Ne? Damit könnten wir die vielleicht auch voll machen. Dann, da ist auch Treibstoff drin, ne? Warum auch immer. Machen wir das mal weiter vorne vielleicht rein. Machen den Tank damit quasi leer. Also hier rein. Und hier rein zum Beispiel. Oha, es laggt ganz schön. Und damit ist der Tank hier leer. Also man kann das immer ein bisschen hin und her verschieben. Jedenfalls haben wir noch eine Menge Treibstoff hier übrig. Wir werden auch neue Treibstofftanks installieren. Wahrscheinlich nicht die da, sondern kleinere. Die ersten Module, die dann daran kommen, brauchen dann nicht so viel Treibstoff wie die ganze Europastation. Aber an sich war es das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.